Herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Ich bin Karin, ich bin hochsensibel und hochsensitiv und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Therapie im Dialog. Mein heutiges Thema ist intuitives Porträt in Mischtechnik diesmal und hier im Hintergrund siehst du schon ein Bildausschnitt und es geht um Intuition, um ein gutes Bauchgefühl, ja, um Gefühle ausdrücken, alles, was du dir wünschst. Und nach oben ist natürlich, wie immer, gibt es keine Grenze. Bevor wir loslegen, möchte ich mich jedoch recht herzlich bedanken für die vielen, vielen Genesungswünsche für meine Mama. Sie hat sich total darüber gefreut und ja, es geht nächste Woche, also in 2 Tagen geht es wieder runter nach Bayern. Da gibt es halt dann wieder nur Shorts, weil ich kann dieses ganze Studio natürlich nicht mit runternehmen. Und ich freue mich tierisch drauf. Viel Spaß. Ja, Empfehlung Nummer 1, Vorbereitungen treffen, Farben vorbereiten, Material vorbereiten. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Natürlich arbeiten wir oft wirklich intuitiv aus dem Bauch raus, aber ohne eine kleine Vorbereitung geht es dann und wann nicht. Und es ist ja auch, es hängt ja auch mit der Zeit zusammen, ja. Also auch die Zeit plane Zeiten, feste Zeiten für intuitives Malen ein. Und dann wird es auch was, wenn es im Timer drin steht. Und wie gesagt, wir sind hier schon mitten im Malprozess. Ja, und stell dir ruhig mal die Frage, was möchtest du denn erfahren während dieses Prozesses? Ich komme da später nochmal drauf zurück, aber jetzt geht's gleich weiter mit der 3. Empfehlung. Sorge vor. Du hast mit Sicherheit, wenn du mit Acryl, es ist ja ein Porträt in Mischtechnik, das heißt, wir haben auch Acrylfarben, und oft bleibt ein bisschen Farbe übrig, weil du weg musst. Also nimm ruhig irgendwie eine Leinwand und verarbeite doch einfach mal die Farben, die übrig bleiben, gleich im nächsten Bild. Also so mache ich das immer. Ja, und hier geht's weiter. Schon ein bisschen mit Spielen. Also ich habe mich jetzt hier völlig losgelöst von meinem ganzen, ja, Schwierigkeiten. Ja, Schwierigkeiten würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, so was der Alltag so mit sich bringt, ne? Und ich beginne hier schon, ich nenne es gern so ein bisschen spielen, locker, fluffig, loslassen, spielen. Wenn du Kinder hast, wenn du Oma bist, nimm die Kinder mit dazu. Das sind die besten Lehrmeister, das hat ja Osho schon gesagt. Die besten Lehrmeister sind eigentlich die Kinder. Kleine Info am Rande. Am 26. Mai um 11 Uhr startet wieder ein Live-Webinar zum Thema Hochsensibilität. Es werden Themen angesprochen wie gesundes Abgrenzen, aber auch Hochsensibilität im Alter. Also, die Verlinkung oder die Verlinkung findest du unten in der Beschreibung. Ich freue mich auf die. Also natürlich Sonntag, Vormittag um 11 Uhr, ne? nicht um 23 Uhr. Aber wie gesagt, unten ist ja dann auch der Link, der wird eingefügt. Und da kannst du dich anmelden. Und wie gesagt, ich freue mich auf die. Ja, und hier, du hast bei Mischtechnik kannst du tatsächlich, man sieht es jetzt hier, das ist so quer, wirklich querbeet. Und ich arbeite gerne, wenn natürlich Aquarell und Acrylfarben zusammen verarbeitet werden, mische ich mir gerne die Acrylfarben, weil sonst natürlich die Acrylfarben die Aquarellfarben natürlich komplett übertünchen. Und das möchte ich nicht. Und dann geht es wunderbar. Wobei natürlich die Acrylfarben
eine höhere Deckkraft haben als wiederum die Aquarellfarben. Ja, wie innen, so außen, das sieht man jetzt hier. Also ich mache es gar nicht so gern, oder ich verwende die gleichen Farben im vom Bild oder vom Porträt außen wie innen, ja, weil tatsächlich wie innen, so außen, ja, das, was wir jeden Tag erleben, ist der Spiegel von Inneren, von den Gedanken, von den Gefühlen und das, was wir so innerlich so pflegen. Deswegen ist einer meiner wichtigsten Affirmationen, also für mich jetzt, ich kann ja nur für mich sprechen, dass ich um heilsame Gedanken bitte. Weil es ist gar nicht mal so einfach, weil gerade als Hochsensibler, ne, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und wenn dann die Geräuschkulisse draußen zu heftig wird, kann es dann wirklich passieren, dass ich echt ganz heftige Gedanken hege gegen mein Umfeld. Und das ist im Endeffekt schade ich mir persönlich am meisten. Und dann muss ich wieder viel malen, ne, dass ich wieder einigermaßen im Reinen bin. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt immer geläutert wäre, was ich sowieso nie schaffe, nicht in dem Leben, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr malen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, bis halt geht's da noch weiter, gell? Das ist jetzt die Spielwiese. Also anders ausgedrückt natürlich, ne? Das ist jetzt so der Abschluss von den Bildern. Ich liebe diesen Part oder diesen Abschnitt vom Malen, wenn man dann tatsächlich alle Farben benutzt und sieht, man sieht irgendwie, wo was hin muss. Also wo rot, wo blau, wo die Farben sich platziert oder am wohlsten fühlen. Ich glaube, so kann man es am ehesten nennen, wo sich die Farben am wohlsten fühlen. Danke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir gemeinsam zu malen. Wenn du Interesse hast an intuitivem Malen oder an einer möglichen Zusammenarbeit, dann besuch mich gerne auf meiner Website. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitives Malen und ich würde sagen, oder beziehungsweise ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche und tschüss.